Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search TV und in diesem Video geht es um Wacker Neuson. Das ist ein Unternehmen, was ein führender Hersteller von Baumaschinen ist, vor allem für Renovierungen. Und wir sehen es hier, es sind nicht so die ganz großen Produkte, also nicht irgendwie so Caterpillar, sondern eher so kleinere Sachen. Sind da aber eigentlich ganz gut unterwegs. Ist ein Familienunternehmen, sehen wir hier. Die Familien Wacker und Neunteufel halt noch 58%. Und sie profitieren natürlich, wenn es die Bauindustrie gut geht und die niedrigen Zinsen sollten denen helfen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel in der Krise von staatlicher Seite was kommt, könnte natürlich auch das der Bauindustrie helfen, dass es da irgendwie Infrastrukturmaßnahmen gibt oder irgendwelche Sachen, dass, sag ich mal, Sanierungen steuerlich begünstigt sind. Hier sehen Sie es verschiedene Sachen. Also sie haben auch kleinere Sachen für Betondichtung, Verdichtung, Aufbruchdichtung, Stromaggregatoren. Viele Sachen haben aber auch Elektrosachen, Heizungen, also alles, was man so ein bisschen auf der Baustelle hat. Teleskoplader etc. Es gibt sogar hier so ein E-Store. Man hat in China was aufgebaut. Das Problem war, die letzten Jahre, man hat ein bisschen auf Halde produziert und dadurch ist das Warenlager sehr stark angestiegen. Allerdings hat man nicht so gut verkauft. Hier, sie wollen immerhin doppelt so stark wachsen wie der Markt und 2 Milliarden Umsatz machen bei 11% EBIT-Marge. Das halte ich für ambitioniert. Das glaubt der Markt aber auch nicht mehr so richtig. Deswegen ist die Aktie auch da, wo sie ist, nämlich schon ziemlich weit unten. Ja, wir sehen hier, die Aktie war mal bei 33 Euro. Jetzt sind wir hier so um die 9 oder 10, aber hier ist auch eine gewisse Unterstützung. Und auch wenn vielleicht die Schätzungen hier ein bisschen zu optimistisch sind, sind wir beim 7er KGV bei 6% Dividendenrendite. Wird vielleicht nicht ganz so kommen, aber das sind natürlich schon günstige Zahlen. Aber gehen wir mal in die Investorenpräsentation. Also auf Englisch werde ich so ein bisschen übersetzen. Hier sehen wir noch ein bisschen diese Produkte, was natürlich ganz gut ist, dass sie so ein modulares Design mit Batterien aufgebaut haben und auch sie so eine On-Site-Box. Also wenn man halt dann mal was von Wacker Neuson hat, ähnlich wie das im Kleinen bei Einhell ist, da macht es Sinn, viele Produkte davon zu haben, weil die halt auch zusammenpassen von den Steckungen etc. Hier sehen wir nochmal so, das leichte Equipment ist 27% des Umsatzes und so Bagger, also richtige Maschinen, sind so 53%. Aber die Kunden sind natürlich die gleichen, nämlich Baumaschinen. Kostet so im Schnitt 1800 Euro, also ist gar nicht mal so teuer für so Profi-Equipment. Produktqualität ist sicherlich gut. Auch hier kosten die Sachen dann eher 32.000 Euro. Konkurrenten ist zum Beispiel Takeuchi in Japan, ECB kennt man auch. Also nicht so die ganz großen, mit denen sie teilweise kooperieren, zum Beispiel mit John Deere für diesen Teleskop-Bagger oder mit Caterpillar mit diesem kleinen Ding, ja. Weil man sich das dann einfach teilt. Neben der Bauindustrie ist aber auch die Agrarindustrie eine Kundengruppe. Man hat dann da verschiedene Vertriebskanäle und man will auf 0% Emissionen, ist natürlich auch sehr ambitioniert, aber wenn es gelingt, es mit Batterien zu transformieren, wäre natürlich die Produktqualität nochmal besser. Wir sehen, dass es natürlich durchaus zyklisch ist, ja, also zwischen 2011 und 2015 war die globale Equipment Sales rückläufig, aber die Gruppe konnte immerhin da weiter wachsen, was doch auch ein gutes Zeichen ist. Und wie gesagt, 15% sind immerhin von der Landwirtschaft. Und das hilft so ein bisschen, diesen zyklischen Charakter zu flatten. Die letzten 10 Jahre waren natürlich sehr gute Jahre. Trotzdem ist natürlich ein 11% Wachstum wirklich ordentlich. Und das wollen sie halt, wie gesagt, beibehalten und auf diese 2 Milliarden kommen bei einer einkömmlichen Marge. Sie sollten halt noch mehr in Asien verkaufen. Da haben sie, glaube ich, in eine Fabrik in China investiert. Da gibt es natürlich immer wieder Anlaufschwierigkeiten und auch das in den USA läuft eher so lala. Also man ist schon sehr auf Europa fokussiert. Aber hier könnte die Baukonjunktur auch mehr wieder kommen. Ja, in Spanien wird wieder mehr gebaut, weil da auch die Immobilienpreise angezogen sind. Die Zinsen sind einfach sehr niedrig. Und auch wenn wir von der Wirtschaftskrise kommen, wahrscheinlich kommt die Immobilienindustrie davon noch relativ gut weg, aber das ist natürlich auch Spekulation. Sie haben gewisse Schulden, aber das ist allerdings auch beherrschbar mit 1,9 Financial Debt zu EBITDA. So, wer ist jetzt der CEO? Das ist der Martin Lehner. Das finde ich so lala. Der hat sich so von unten hochgearbeitet, ist okay, aber das ist natürlich jetzt nicht irgendjemand,
der da die Wahnsinnsvision hat, eher so ein Sales-Typ. Aber die Kultur ist in Ordnung, das Familienunternehmen hier ist 3,5, das ist für so eine Industrie auch jetzt nichts super, aber hier sind auch viele Leute sehr zufrieden. Wir sehen halt, dass auch der Markt hier in Deutschland doch stetig wächst, dass das Bauvolumen und je mehr Bauvolumen es gibt, desto mehr Nachfrage gibt es natürlich auch nach Baumaschinen und solchen Service-Sachen. Also vom Markt ist auch okay. Was ist jetzt das insgesamt so vom fairen KGV? Die Firma ist kein Qualitätsfirma und auch nicht überdurchschnittlich. Trotzdem gibt es immerhin noch eine 6,5. Das ist auch ein faires KGV, so um die 13. Das ist, denke ich, für so einen zyklischen Hersteller okay, weil die Produkte sind, wie gesagt, ganz gut und auch die Marke ist bekannt. Wir haben vorher gesehen, das KGV ist so um die 7, auch wenn wir hier, wie gesagt, ein bisschen Abstriche nehmen, denke ich, ist das wirklich zu günstig für so einen Anbieter. Und auch selbst wenn man es mit den Schulden noch dazu nimmt, ist es, denke ich, in Ordnung. Und deswegen ist es auch nach einem fairen KGV unterbewertet, auch noch auf eine Dividende Wert legt, ist es sicherlich ein Blick wert. Vor allem, wenn es sich hier so um die 9 Euro stabilisieren würde, ist es, glaube ich, ein interessantes Chance-Risikoprofil. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, gerade mal schlecht aussieht, aber es kann sich halt dann auch mal wieder schnell ändern. Das war also meine Meinung zu Wacker Neuson, die deswegen auch eine kleine Position im Wikifolio Nebenwerte Europa ist, da das Unternehmen, wie gesagt, relativ günstig ist für die Qualität. Allerdings darf man hier auch nicht zu viel erwarten.